Früher hat man, es gab mal eine Zeit lang, da hat man das ganze Essen, die reichen Leute haben das in Blattgold packen lassen und, um diesen Reichtum schlicht und einfach da zu zeigen. Und daher kommt auch das Panieren. Das heißt, man wollte es natürlich, auch die ärmeren Leute wollten, dass es schön aussieht, dass es goldgelb aussieht, dass es goldgelb glänzt. Und deshalb kam man auf die Idee, weil man sich Gold nicht leisten konnte, hat man das Ganze in Semmelbrösel dementsprechend gewendet. Wichtig dabei ist, dass man das Fleisch erst ein klein bisschen würzt. Und dann kann man natürlich auch verschiedene Varianten beim Panieren machen. Wir haben jetzt hier einmal ein Stück Kalb. Wichtig immer, dass ich natürlich die Eigenfeuchte des Fleisches ein bisschen eindämme, ein bisschen in Mehl wenden. Dann frisches Ei, kurz aufgeschlagen, nicht zu stark aufgeschlagen. Man kann hier jetzt Milch dazugeben, man kann auch ein bisschen Wasser dazugeben, muss man aber nicht, dass das Ganze schön gleichmäßig hält. Zieht das schön durch. Und wir machen das jetzt in unserem Fall einmal hier in die Semmelbrösel rein. Ein bisschen andrücken, nicht zu stark. Selbst wenn ihr ihn tausendmal besser, bitte kaufen Sie nichts, was vorpaniert ist oder sonst irgendwas. Weil das Fleisch ist natürlich auch gewürzt und das Salz würde jetzt natürlich langsam den Saft aus dem Fleisch rausziehen und würde das Ganze noch trocken machen. Unsere Geflügelbrust ziehen wir auch. Hier nur durchs Ei, brauche ich nicht unbedingt durchs Mehl zu ziehen, weil das Geflügel von der Oberfläche schlicht und einfach trockener ist als das geschnittene Fleisch. Hier haben wir jetzt einfach ein paar Cornflakes. Die machen wir einfach ein bisschen kleiner. Und das gibt so eine richtig schöne, krosse Panade, wie wir das auch aus Amerika kennen. Das ist richtig, das heißt, es ist hier jetzt schon kross und wenn das jetzt schön ausgebraten wird, ist das ja nachher eine ganz krosse Geschichte. Wer ein bisschen Pfiff reinbringen möchte in die Panade, nimmt einfach eine Zitrone. Nimmt diese Zitrone, die Schale, macht nur ein klein bisschen von dem Schalenabrieb in das Ei rein. Das heißt, dadurch schmeckt das Ganze nachher, wie man es normalerweise bei einem panierten Schnitzel kennt, dass da noch eine Zitronenecke dabei ist. Die Zitronenecke kann man sich jetzt hier sparen, weil wir haben das jetzt einfach unter das Ei gegeben und das bringt diese nötige Frische. Wir haben hier Butterschmalz rein, bei mittlerer Hitze. Wie sehe ich jetzt, ob die Sache heiß ist oder nicht? Ich kann natürlich einfach ein bisschen was von der Panade und wenn es anfängt Blasen zu werfen, dann kann ich das Fleisch auch dementsprechend einlegen. Hier ist jetzt ganz wichtig, dass es nicht zu kalt ist. Wenn das Ganze zu kalt wäre, würde das Fleisch zu schnell garen und außenrum wäre noch nicht braun. Von jeder Seite 45 Sekunden und schon ist es schön lecker und wir können es essen.